俺が俺にオンデマンドサイエンスだ。Es gibt noch einen Charakter, den ich nicht wirklich gut finde und den ich privat auch nicht zocke. Eigentlich wollte ich ja jetzt einen Run mit Kane oder Judas machen, aber wie gesagt, es gibt noch einen Charakter, den ich nicht wirklich mag. Und mag ist ein ganz gutes Stichwort. Es ist nämlich Magie. I report with my hands. Ja, Maggie ist, ist ein Charakter, den ich nicht wirklich gut finde. Ich habe es schon mal perfekt erklärt eigentlich, da war ich ein bisschen stolz auf mich selber. Maggie hat wenig Base Damage und dafür allerdings mehr Health. Allerdings, wenn man wenig Base Damage hat, dauert es länger, einen Raum zu clearen, aka man hat mehr Chancen, getroffen zu werden. Auf der anderen Seite ist sie allerdings gut, weil sie hat relativ viel Base Health, das heißt, sie kann eigentlich so gut wie jeden Devil Deal ohne Probleme eingehen. Also auch zu Beginn, das ist ja etwas, das Judas eher verwehrt bleibt, da er ja nur einen Red Heart hat. Und wenn man nicht komplett einen Suicide Run vorhat, dann kann man eigentlich kaum zu Beginn, wenn man keine Health Ups findet oder nicht genügend Health Ups findet oder Pillen, Health Up Pillen, dann könnte das ein Problem sein, wenn man eben, keine Ahnung, The Pact oder The Mark sieht und sich denkt, ja, okay, da gehe ich aber in negative Hitpoints und das möchte ich nicht wirklich. Das Problem hat Maggie natürlich nicht. Zumindest nicht, wenn man sie anständig spielen kann, was ich jetzt nicht kann. Aber gut. Wie gesagt, ab der Run, ob ich den Run jetzt mache oder nicht, das kennt ihr ja, das seht ihr ja unter anderem, wenn das Licht angeht. AKA, wenn mir ein Item entgegenspringt im Item Room, das gut ist. Falls dem nicht so sein sollte, ihr kennt das, mache ich kurz Pause und mache dann weiter, wenn ich ein einigermaßen passables Item gefunden habe. Vielleicht, fuck off, vielleicht wird es auch wieder Mom's the Niggity Knife. Fast. Wir sehen uns gleich wieder. Okay. Ich denke mal, hiermit kann man doch arbeiten. Magic Mushroom, da wir ja auch gerade zu Beginn eben Magie hatten, passte der Magic Mushroom wunderbar. Ist ein All-Stats-Up, aber ich glaube ein Speed-Down. Oder? Ich weiß es gar nicht genau. Also normalerweise, also Maggie hat relativ wenig Base-Speed, aber das sieht nicht wirklich langsamer aus als vorher. Deswegen glaube ich nicht, dass es ein Speed-Down ist. Also... Aber ein Speed-Up? Ich weiß nicht. Also zumindest All Stats Up sagt es, aber man weiß ja, dass man den Games nicht wirklich trauen darf, zum meisten Teil. Zum Beispiel eben auch die Toothpicks, die ja sagen Tears Up, aber es ist eigentlich nur ein Shot-Speed-Up. Wobei es so gesehen eigentlich auch ein Tears Up ist, weil es gibt ja trotzdem einen positiven Effekt für die Tears. Allerdings sehen das ich und eben auch Bisnap ein bisschen anders. Also zumindest Shot-Speed-Up technisch. Leider keine Bombe, also zumindest bleibt uns der Tinted Rock noch verschlossen, was gut ist. Denn normalerweise freut man sich ja immer über einen Tinted Rock, gerade wenn man eben jemanden hat, der so gar keinen Damage drückt wie Maggie. Wobei sie mehr Schaden drückt als Eve, glaube ich. Problem ist nur, dass es ein Speeddown ist und Jiminy Grillwurst. Und wie wir alle wissen, ne? Maggie hat relativ wenig Base Speed und ein Speeddown wäre dann ein bisschen verheerend. Also nicht nur wenig Speed, sondern auch wenig Damage relativ. So. Aber solange wir hier in den ganzen Ebenen keinen Schaden nehmen sollten vor dem Boss, heißt das zumindest Devil Room für uns. Und das, meine Damen und Herren, wäre uns... Also, Magic Mushroom ist, glaube ich, ein Special Item und trotzdem kriegen wir hier noch eins. Ich beschwere mich nicht, jetzt nehme ich ein Damage ab. Und wir haben schon Red Tears nach dem ersten Floor. Das fängt doch schon mal gut an. Ein Red Tears nach dem ersten Floor, das ist nicht schlecht, ja. Jetzt muss man nur hoffen, dass wir eventuell nochmal, zum ersten Mal in diesem Run eine Bombe kriegen für Kollegen Tinted Rock. Weil gegen einen Small Rock habe ich natürlich trotzdem nichts. Ganz im Gegenteil. So, schon mal 5 Coins for free quasi. Nice Rhyme, Dankeschön an mich selber. Fortune Teller Machine ist nicht schlecht und das Soul Heart auch nicht. Das ist eigentlich sogar ziemlich gut. Jetzt muss ich nur irgendwie an sowohl einen Schlüssel als auch eine Bombe kommen. Schlüssel ist schon mal da, das ist perfekt. Schauen wir mal rein in den Kollegen Item Room. Bullshit! Das ist da drin. Bullshit! Lass ich natürlich auch liegen. Familie sind sowieso Dreck und Ghost Brother Bobby erst recht. Oder Ghost Baby. Ach, wie viele Tinted Rocks?
Das sollte übrigens auch noch ein Item in Rebirth sein, wie ich finde. Ein Item so ähnlich wie Champion Spells. Das ist ja, dass eben mehr Champion-Versionen von Gegnern im Raum sind. Please. Aber ja, eben ein Item, das macht, dass man viele Tinted Rocks findet. Das finde ich alles auch ein gutes Item eigentlich. Könnte vielleicht ein bisschen schwer sein, das zu kodieren, aber die Kollegen von Rebirth, ich glaube, die sind schon. Die wissen schon, was sie machen. Vielleicht kriegen wir auch diesmal richtige Beschreibungen für die Items. Ich habe das mal irgendwie mit der. Ich weiß nicht, es gibt auf jeden Fall eine Urban Legend, die wahr ist. Warum hier bei Toothpicks zum Beispiel Tears Up ist, obwohl es ein Shot Speed Up ist. Ich glaube, irgendwie wegen der Excel-Tabelle oder so war da irgendwas. Aber ich glaube, mittlerweile, in Rebirth kriegen wir richtige Item-Beschreibungen auch. Ein bisschen davon gibt es ja auch noch das Wiki und so weiter, also. Und auch bessere Sources, bei denen man eben auch genau nachschauen kann, was sie eben letzten Endes machen. Und ich krieg keine Bomben. Eine Bombe habe ich immerhin. Müssen wir nur hoffen, dass ich den richtigen in die Luft sprenge. Wo war der? Hier war keiner. War hier jemand? Jupp. Yep. Und ich glaube hier. Ja, im Raum weiter unten, glaube ich. Etwa. Naja. Gut. In dem anderen Raum war ja auch ein Soul Heart, von daher. Sind wir dann nochmal mit dem blauen Heart davon gekommen. Larry Sabisco. Sollte doch zu. Oh, machen. Schaffen sein. Vor allem mit Red Tears. Aber wie ist denn mit den Chars, die ich normalerweise nicht spiele, läuft's aufnahmetechnisch jetzt gerade echt gut. Also zuerst mit Eve. Ja gut, mit Blue Baby nicht, also mit Aber den spiele ich ja wie gesagt privat auch. Aber mit denen ich nicht privat spiele. Also mit Eve, da war ich schon sehr überrascht. Mit Samson erst recht. Und hier auch. Tears Up, hallo. Hallo. Wirecode Hanger. Brimstone, wa? Nein. Nicht diesmal. Ich hätte eigentlich noch ein bisschen die Fortune-Teller-Maschinen beanspruchen können, aber. Nee. Kann ja sein, dass wir noch ein bisschen mehr Coins hier finden auf dem Floor. Und Bomben. Damit wir eben eventuell nochmal den Shop frequentieren können. Okay, Bombe Nummer 1, aber jetzt bestimmt keine Tinted Rocks mehr. Oh! Die sehe ich auch nicht so oft. Schön, dass die sich auch nochmal gemeldet haben. Ja, natürlich direkt über dem Pillemann-Auswald hier. Ja, lass mal sehen. Überraschung! Das sind noch die Überbleibsel aus dem Run, in dem ich unglaublich getrollt wurde. Gerade im Curse Room. Was haben wir denn hier im Angebot? Nämlich, ist ein Speeddown leider, was man auch jetzt schon merkt auf jeden Fall. Aber es ist Poison Touch. Und das mag ich definitiv. Definitiv. Aber natürlich habe ich trotzdem keine Intention, dass mich die Gegner hier anfassen. Das ist quasi wie ein Museum in Binding of Isaac. Anschauen, okay, aber nicht anfassen. Das ist nicht. Das ist nicht regelkonform. Nope. Nope. Negativ, meine Lieben. Nega-fucking-tief. Okay. Auf jeden Fall brauchen wir mindestens einen Key. Für den Item-Room, der sich uns hoffentlich bald erschließen wird, sprichwörtlich. Aber der Damage ist schon gut. Der ist schon ordentlich. Sollte mehr werden natürlich, aber für Caves 1 oder generell für Caves sollte das reichen. Vielleicht sogar noch für Depths. Aber spätestens beim Isaac oder Fight ist das mit dem Damage nicht wirklich gut. Da brauchen wir definitiv noch mehr. AKA momentanes Setup ist Sheol, aber wie gesagt. Wissen wir ja alle. Was nicht ist, kann noch werden. Jetzt gib mir einen Key. Komm schon, gib mir einen Key. Jetzt brauche ich es auch nicht mehr wirklich. Aber können wir uns vielleicht reinbomben? Also falls der Secret Room hier ist, aber ich glaube, der ist eher neben dem Shop. Oder auch nicht. Ah, apropos Shop. Machen wir das mal ganz. Trick 17 hier.
Also ihr müsst wissen, ich habe während den zwischen den Sessions habe ich nicht privat gezockt. Ich glaube, nach Eve habe ich nicht privat gezockt, nach Samson habe ich nicht privat gezockt. Dreimal Mom's Knife Run. Also ich habe noch, ach Gott, ich habe noch nie einen Mom's Knife Run gehabt in meinem LP und jetzt dreimal hintereinander. Also ich hoffe, für euch ist das trotzdem okay, aber ich meine, man kann ja nicht, also one does not simply not take Mom's Knife. Also, ne? Ich hoffe, ihr habt trotzdem Nachsicht, obwohl es jetzt dreimal hintereinander dasselbe Run ist quasi. Oh Gott, ist das geil. Das ist richtig cool. Also Game, da weiß man, dass ein Game einen richtig lieb hat. Wenn es einem dreimal hintereinander Mom's Knife entgegenwirft. Oh Gott, that game. Es hat schon einen Grund, warum das wahrscheinlich mein absolutes Favorite Game ever ist. Und damit schließe ich meine PS1 und Super Nintendo Zeit mit ein. Ich glaube, Binding of Isaac ist wirklich mein absolutes Favorite Game ever. Ever. Da kommt wirklich kein Game ran. Okay, ich meine, wie gesagt, ich habe es schon mal erwähnt, ich habe irgendwie fast 500 Stunden in Binding of Isaac auf Steam und ich habe irgendwie 811 Stunden Left 4 Dead 2, aber trotzdem. Ich dachte jetzt schon, dass wir auch nochmal schön Sacred Heart kriegen, aber naja. Aber gut, das heißt, wir kriegen schon mal Angel Rooms. Was mich ein bisschen wundert, weil das ist der erste. Ich habe nochmal das Game, also ich habe, ihr müsst wissen, den Run gerade mit, gerade, also gestern, der Run mit Samson. Ich wollte eigentlich direkt im Anschluss den Run spielen, aber ich habe dann nochmal das Game geschlossen, weil Kollegin Sniper Wolf, falls ihr gerade zuhört, schöne Grüße. Noch ein bisschen Left 4 Dead 2 zocken wollte. Deswegen, war das ein bisschen schade, weil ich dachte, okay, dann kriege ich auf jeden Fall im nächsten Run eine Angel Room Chance. Aber ich habe nochmal, wie gesagt, das Game beendet und habe jetzt einfach per random Zufall quasi, nochmal direkt einen Angel Room bekommen, anstatt einen Devil Room. Das finde ich gut. Auch wenn da jetzt nicht wirklich ein gutes Item drin war. Aber das war's. Das wäre unser Angel bzw. Devil Room gewesen. Den kriegen wir jetzt definitiv nicht. Aber ein Golden Key. Dann schauen wir doch jetzt schon mal, was hier der... was Kollege Item Room für uns vorbereitet hat. Das kommt uns auch bekannt vor vom letzten Run. Thick Odd Mushroom. Hashtag more damage. Das ist wirklich fast ein Mirror Run wie der mit Samson. Moment, Maggie, Samson und Eve. Wollt ihr mir damit sagen, dass ihr euch privat vielleicht ein bisschen zocken sollte? Vielleicht. Kommt mir fast so vor. Das ist übrigens Run 48, glaube ich. Also wir nähern uns der 50, die ich ja angestrebt habe vor Rebirth. Gut, 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 gut. Der wollte schon. Seine Puperze war schon in der richtigen Position, dass er hier in das Feuer springen kann. Oh, das war sogar der richtige Weg. Hätte nicht gedacht, also zum Boss. Kann er mal keinen Damage machen? Dankeschön. So. Also Item Room ist auf jeden Fall etwas, das ich hier nochmal erschnüffeln möchte. Ja. Na komm. Das Muster habe ich auch immer noch nicht so ganz raus. Wann die jetzt, also man, ich stehe direkt neben denen, dann kommen sie nicht hoch, dann gehe ich zurück, dann kommen sie hoch und dann manchmal nicht, manchmal doch. Das ist ein bisschen immer noch ein kleines Mysterium. So. Was haben wir hier? Ich habe einen Golden Key, aber ich will erstmal schauen, was hier im Shop ist. Wahrscheinlich Greed. Wie das eigentlich immer so ist, wenn ich den Rollarm öffne. Drittes Mal nicht. Nehme ich mit. Ladder ist ganz okay. Das kann man ja auch mal mitnehmen. Und die Bombe sowieso. Ja, zwei Coins, zwei Bomben, zwei Keys. Mehr braucht man nicht. Schauen wir mal, was wir hier drin haben. Moment. Na, ein bisschen zu spät. Ich wollte die Death-Karte hierfür einsetzen. Dann hätten wir das ganz schnell geregelt. Ja, mit dem nächsten Spawn kriege ich es vielleicht hin.
natürlich zu spät. Da muss man ein bisschen voraimen, glaube ich. Predicten ist das Stichwort jetzt. Gut, generell ist es sowieso nicht schwer, da wir ja mal einen Snipe haben. Zum dritten Mal hintereinander. Ah, fuck. Alright, delight. Dann haben wir eigentlich so gut wie alles hier geöffnet auf dem Flur. Hab nicht wirklich Bock, nach links zu laufen, ganz nach hinten, aber ich glaube, ich werde es trotzdem machen, denn es kann ja sein, dass da trotzdem immer noch sowas Nettes ist wie eine Arcade, die wir eigentlich sogar sicher haben sollten, da wir mit mehr als 50 Coins, 5 Coins, diese Area betreten haben, bekommen wir trotzdem nicht. Boltspit! Jetzt mach nicht lang rum hier. Bleib mal hier tappen. Nee. Nicht mein Fall. Wie wär's denn eigentlich mit einer Golden Bomb übrigens in Rebirth? Wenn schon einen Golden Coin gibt, warum nicht eine Golden Bomb? Okay, Pyro ist ja quasi so ähnlich. Hm? 3 Möglichkeiten sehe ich gerade hier. Die nächste wäre hier. Schauen wir mal. Sehr gut. Geradezu vorbildlichst. Nomm it up. Gut, wir haben 2 Keys. Das heißt, wir können eigentlich schon in der nächsten... Haben wir Greed gehabt? Ne, haben wir nicht. Dann ist er wahrscheinlich im nächsten Shop. Denke ich mal. Aber ich wollte nämlich sagen, dann können wir eigentlich im nächsten Floor sowohl den Shop als auch eben natürlich den Item Room aufsuchen. Aber ich glaube, den Shop lasse ich eventuell aus im nächsten Floor. Das ist übrigens der Gertie, der keine Tiers schießen kann. Ich glaube, ja. Ja, ich glaube, das ist Phase bei dem. Umso leichter für uns. Wooden Spoon ist ein Speed-Up, das ich gerne nehme, da wir ja der Virus haben. Okay. Abi geht's. Into the Depths. Lass mal sehen. Ja. Mit Ansage. Heißt aber, er ist im nächsten Shop nicht und wir kriegen es vergünstigt durch Steam Sale. Balls of Steel. Das ist wirklich langsam so ein kleiner Mirror Run. Mirror Run. Nee. Nee. So nicht. Kollegen Charger, so nicht. Wunderbarst. Okay, zumindest haben wir keinen XL-Floor. Das heißt, den nächsten Shop haben wir zumindest in der Hinsicht schon mal sicher. Aber es gibt noch einen weiteren Shop, besser gesagt. Was ja nicht der Fall wäre, wenn es eben XL wäre. Und da hoffe ich ja immer noch Spacebar-technisch auf die Candle, die wir immer noch gebrauchen können. Weil Candle Knife Run muss eigentlich auch noch kommen. Nice, Halo of Flies, 2 Orbitals vor, also direkt. Ist das nicht auch special? Ich glaube schon. Umso besser. Wir haben auch noch durch Balls of Steel natürlich Soul Hearts. Das heißt, wenn wir jetzt hier keinen Schaden nehmen sollten, gibt es vielleicht nochmal ein Angel Room. Wobei ich auch, keine Ahnung, The Pact oder Mark nehmen würde, sollten wir in dem Fall ein Devil Room bekommen, anstatt ein Angel Room. Aber ich würde auch Sacred Heart nehmen. Da würde ich definitiv nicht Nein sagen. Das würde ich wie ein Emo mit offenen Armen empfangen. Hätte ich im letzten Run bringen sollen als Eve. Vorletzten. Ah ja, stimmt, der vorletzte Part als Eve, der ist ja schon ein bisschen länger, der fällt mir gerade ein. Da ist ja ein kleines Projekt dazwischen, was zu diesem Zeitpunkt noch nicht online war, aber ich hoffe mal, das hat euch Kollegen da draußen gefallen, das Projekt. Wer es nicht gesehen haben sollte, schaut mal Part 10 von dem Projekt, was ich hier vorher hochgeladen habe. Ich sag nur Handschuhe. Ja, der Kollege Lord Otter. Der ist schon einer. Und ja, den Part haben wir schon aufgenommen. Ich bin nicht Nostradamus und kann in die Zukunft schauen. Okay, ich hab vergessen, dass ich hier Leiter habe, ey. Apropos Leiter. Das ist ja auch schon wieder länger her, aber... Also zumindest von der Aufnahme her, aber... falls ihr Wrestling-Fans sein solltet... Zum einen schaut ROH und TNA. Und zum anderen,
Die Hardys gegen Team 3D gegen die Wolves. Leitermatch bei TNA. Fucking awesome. Just saying. Eines der geilsten Matches, die ich dieses Jahr gesehen habe. Okay. Back to the game. Leider kein Small Rock. Brauche ich den Key noch? Okay, wir haben auch, hinten auch eine verschlossene Truhe. Hat sich ausgezahlt. Wir haben den Key zurückbekommen. Ach, hätte ich sogar den... Ich hätte, glaube ich, sogar den Blast Radius benutzen können, um dann auch noch an das... Was auch immer da in der Mitte gerade war, das holen zu können, falls da irgendwas war. Ah! Okay. Gut. Ja, ich sehe da viel zu viele Möglichkeiten für einen Secret Room. Und ich habe nur noch 4 Bümpchen. Der ist ganz links, die Vollidiot. Never mind. Anscheinend waren wir auch schon drin, ne? Schon viel zu lange her. Na gut, ich hätte eigentlich rausgehen können, Blast Radius, und hätte die Bombe zurückbekommen sogar noch. Aber naja, hätte. Wäre da nicht die Fahrradkette. Warum gehe ich außen rum, ich Idiot? Ich habe die Leiter. Da, so. Da. Dab's One. Das sieht mir nach einem Horseman aus, oder? Okay. gibst du mir einen Devil Room oder Angel Room? Game? Can you give it to me, baby? Oh yeah, oh yeah. Okay, Paw kann ich mir nicht leisten und Nail. Sehe ich so aus? Nope. Nehmen wir mal das Pony mit, damit müssen wir zumindest schon mal nicht mehr zum Friseur. Also why not? Mache ich übrigens sowieso nicht mehr. Ich hänge meinen Kopf in dem Fall... Das ist übrigens kein Scheiß. Ich hänge meinen Kopf einfach über die Dings. Wie heißt das? Spüle? Und rasiere einfach einmal drüber. Waschbecken, das war's. Spüle. Ich mach das noch nicht in der Küche, ich Vollidiot. Ich bin zwar schon sehr dumm, aber nicht so dumm. Okay. Sodom und Gomorra. Dankeschön für das Soul Art. Oh, Deep Pride. Bester einer der besten japanischen Rapper. Der beste overall ist immer noch Killer Bean. Ah, das anarchistische Schwanzbuch brauche ich. Guck! Brauche ich definitiv nicht. Dem Kochen bin ich gar nicht mal so schlecht. Und falls euch irgendjemand anderes was anderes erzählen sollte, dann lügt er. Oder um Rochelle von Left 4 Dead 2 zu zitieren. Blah! Minimash, das, ja, haben wir ja auch gesehen. Oh, das ist ein Tinted Rock, den ich fast übersehen hätte. Aber ich brauche ihn nicht. Außer da wäre jetzt ein Small Rock gewesen. Er ist eventuell nochmal in Erwägung geziehen. Habit. Okay, why not? Bringt uns für unser momentanes Spacebar-Item eigentlich so gut wie gar nichts. Wie der Franzose sagt, aber... Besser als Janisch. Was haben wir hier? Janisch spart in Kirchen. Ich hab den, glaube ich, schon ein paar Mal gebracht, aber ich finde den immer noch gut. Ja, das haben wir dann wieder... Das alte... Mehr Glück als Verstand spielen. Und ich habe ich habe tatsächlich quasi Geld gewastet für die Ladder, weil ich ja jetzt mehr oder weniger Flight habe, aber... Wer hätte denn sagen können, dass ich recht habe mit dem Horseman und dass es dann auch noch ein Headless Horseman ist? Da kann man ja nicht wirklich ahnen, ne? Ja, das sehe ich genauso. Eine Bombs Aki-Pille wäre übrigens jetzt auch geil. Ist ja schon bald Weihnachten. Und das wäre gerade auf jeden Fall sowas, was ich gerne... Zumindest in diesem Run hätte, um den Satz zu beenden. Nehmen wir mit. Curse Room klingt eigentlich auch interessant, aber dann doch nicht. Genügend. Kein Small Rock. Keine Manieren. No Small Rock? No problem. Will ich in die Arcade? Ja. Ich brauch Keys. Most Death. Genau das. Nein. Ja, genau das brauche ich. Gibbe. Nicht das. Das haben wir doch schon mal durchdiskutiert, mein Lieber. Jetzt sind es aber beide gerade ziemlich berstig, wa? Ich dachte schon, das wäre ein... Okay.
Also wenn es mir schon entgegengeworfen wird, ja, dann nehme ich das doch, ne? Nimmer. Okay. Das ist tatsächlich wieder Samson Run gerade. Oder von einer Stunde oder wann das war. Gestern. Kannst du mir jetzt auch mal irgendwas geben? So ein Key? Hallo? Plocks? Edmund Macmillan, please? Edmund Macmillan, bitte? Der hat sie noch nicht einmal ausgezahlt, oder? Jetzt direkt getollt, wa? Na, nicht mal das. Aber die Vorform davon zumindest. Na gut, Keys, Coins brauchen wir nicht mehr wirklich, außer für Arcades. Und eventuell Slot-Machines. Danke für keine Keys. Unmöglich heutzutage. Money equals power hätte ich jetzt gerne. Und übrigens, die Coins für die Ladder waren also doch nicht komplett gewastet. Schon wieder eine Champion-Version? Ja, schon wieder Red Mom. Hatten wir, glaube ich, auch vorher. Taste your knife, Mom. Okay. Polaroid nehmen wir mit. Und Abi geht's. Womb One, hoffentlich. Und nicht Utero. Ja, Womb One ist, glaube ich, auch kleiner als Utero, wenn ich mich recht entsinne. Also zumindest ist es kleiner als Utero bzw. Womb XL. Ich glaube, da sind wir uns einig. Na, komm schon. Okay, wir gehen sogar den richtigen Weg. Da hinten haben wir eine Library. Ist die interessant für uns? Ja gut. Ich glaube kaum, dass wir Items mittlerweile aus der Library rausbekommen. Also sprich, dass wir die Library dann in der Library zwei Items haben. Aber ich glaube, ich gehe doch nochmal in die Richtung. Man weiß ja nie. Und ja, den Raum hasse ich, deswegen habe ich mal kurz überreagiert. There, I call death upon you. Upon ye. Yeah, I call death upon ye. Besser. Ja. Gut. Okay, also etwas, was ich absolut nicht gebraucht habe. Aber thanks, I appreciate the effort. Mein Gott. Really. Them boys. Briscoe Brothers. Wrestling reference. Na? Geht doch. Okay. Wir sollten eigentlich auch nochmal einen Charge für unsere Crystal Ball kriegen, eigentlich, auf diesem Floor. Also vor allem, wenn ich eben nochmal Richtung... Ja, doch. Ich hoffe einfach mal, dass... Oder ich gehe zum einen davon aus, zum anderen hoffe ich, dass wir keinen Red Heart Damage nehmen vor dem Boss. Weil wegen... Devil oder Angel Room. Aber ich hoffe mal, dass... Oder denke und hoffe... Beides gleichzeitig, dass die Soul Hearts, die ich gerade habe, eigentlich ausreichen. Sollten. Irgendein Wort musste man noch dranhängen, um daraus einen Satz zu machen. Habe ich gerade gemerkt. Ah, au. Oh, okay. Aber. Noslap! Wollte ich schon mal gesagt haben. Noslamdom. Könnt ihr gerne ins Giant Dictionary aufnehmen und direkt einen Key bekommen. Ich habe gar nicht gewusst, dass wir gar keinen Key hatten. Achso, übrigens. Telepathy for Dummies mit Mom's Knife sieht cool aus. Also Homing Tears. Eigentlich müsste die jetzt lila sein. Naja. Ich hatte auch Spoonbänder übrigens in einem... Also ich hab ja Pause gemacht und dann wieder aufgenommen. Und im ersten Item Room war einmal Spoonbänder drin. Und ich habe kurz für eine Sekunde nachgedacht, sollte ich es mitnehmen. Aber ich mag Homing nicht. Ich mag Homing Tears absolut nicht. Aber ich habe mir so gedacht, okay, warum nicht mal einen Run machen irgendwann? Vielleicht in Rebirth dann, wenn ich 1000 Stunden in dem Game oder so habe. Dass ich irgendwann mal einen Run mache oder aufnehme mit Items, die ich normalerweise nicht nehme. Blast Assist. Ein Boss, der relativ selten ist. Immer noch. 50 neue Bosse in Binding of Isaac Rebirth dann auch. Holy Spit. Das wird ein Spaß. Aber ja, Blast Assist, wie man sieht, relativ easy. Please! Ist auch gut. Also wir haben jetzt einmal den Magic Mushroom und einmal Halo bekommen. Beides sind all Stats up. Okay, dankeschön dafür. Also zweimal doppelt all Stats up.
Zweimal doppelt ist ja viermal. Doppelt Stats up. Finde ich nice. Und das ist auf jeden Fall ein Speed-Up, das merke ich gerade. Okay, wir haben Telepills. Balls of Steel. Nice. Und eine negative, ja. Health down. Ist nicht zu schlimm, wir haben noch genügend. Ja, Deathpille behalte ich. Teleport brauchen wir eigentlich nicht wirklich. Und ich dachte schon, das Freeze, aber zum Glück nicht. Good. Arcade sollten wir haben. Minimum sind, glaube ich, 5 Coins für eine Chance für eine Library schon wieder. Für eine Arcade, wollte ich sagen. Ich gehe zu... Also, okay, ich habe noch keinen Key, aber ich gehe trotzdem mal Richtung Library. Wobei uns eine Arcade mehr gebracht hätte. Gerade bei den Coins, die wir momentan haben. Jetzt ist ja, wie gesagt, Money equals Power nicht schlecht. Für so eine Situation. Okay, der Strahl der Liebe ist kein Problem für mich. Als Love Giant kommt man damit klar. Als lila Laune Giant. Wunderbar. Key, maybe? Dann hat nicht. Dann bleibt uns diese Bücherei erstmal verschlossen. Aber es kann ja sein, dass da irgendwo ein Tinted Rock ist, aber leider sieht man die ja nicht mehr. Einmal gab es irgendwie eine... Also habe ich gehört, dass irgendeiner gemeint hat, dass man das durch den Schatten erkennen kann, aber das ist anscheinend auch Humbug. Sonst wäre das mittlerweile, glaube ich, schon explodiert. Also das Wissen über sowas, aber nee. Am Schatten kann man es anscheinend auch nicht erkennen. Ah, okay. Easy. Devil. Ja, doch, ist besser. Definitiv. Obwohl ich es für den Raum gebraucht hätte. Oder hätte einsetzen können. Brauchen wir trotzdem nicht. Das läuft schon. Auch gut, dass wir eben Habit haben. In Verbindung mit dem Crystal Ball ist es relativ gut. Vor allem, wenn man so schlecht spielt wie ich und immer Damage nimmt und nicht dodgen kann. Was auch selber rauskommt übrigens. Denn jedes Mal, wenn man getroffen wird, bekommt man ja 3 Ticks für das Spacebar-Item. High Priestess war... War das Fußfetisch? Ich glaube ja. Lass mal sehen, ob das hier auch gegen It Lives klappt. Ups. Oh Gott, das war... Ho, ich fand mich ein bisschen, also, ich will nicht überheblich klingen, aber ich fand mich gerade echt ein bisschen Pro. Dadurch, dass ich, Edgar Allan Pro, dadurch, dass ich das wirklich geschafft habe gerade, also außerdem noch die Gegner dann zu killen währenddessen. Ich fand's lustig. Und ich wusste auch nicht, dass das klappt, weil es ist ja quasi auch Mom. Also, Moms Fuß in Mom. Klang falsch. Oh. Also eigentlich, wir haben... Also, ich wollte gerade sagen, also, Mom's Knife, Virus und Book of Shadows ist Godlike-Combo. Das ist eigentlich Free-Win. Und, ja, ich wollte es mal demonstrieren. Trotzdem ist übrigens halt immer noch Crystal Ball revealed, halt immer noch die ganze Map. Das heißt, wahrscheinlich werden wir jetzt den falschen Weg gehen, eventuell zu Isaac, beziehungsweise, wenn wir soweit kommen, noch ist ja nichts gewonnen. Fuck off. Diese scheiß Räume hier, ne? Fucking Greed. Ugh. Oh, okay. Hauptsache in Charge. Hauptsache... Oder... Fuck it. Das ist ein 3-Room-Charge, ja. Das geht ja eigentlich. Book of Shadows. 3-Room Charge ist okay. Nicht, dass ich normal hätte, aber ich finde es trotzdem okay. Hallo. Oh, vor allem, wir haben nur einen Key für die Chest. Ist von Nachteil durchaus. Ich glaube übrigens nicht, dass der Boss hier unten ist. Ich gehe mal nach links. Really? Really game?
Schmeckt. Warum? Ich krieg halt auch nur solche Räume, ne? Aber ich wohl Greeps. Natürlich war es nach unten der richtige Weg. Und hätten wir, ja gut, hätten wir Libraries ein bisschen früher gefunden, hätten wir die sogar nochmal zu Items bekommen, aber naja. Aber ja, anscheinend habe ich Greeds Gefühle verletzt. Der Raum ist trotzdem scheiße, mit zwei Greeds. Aber gerade mit den komischen Flugviechern komme ich irgendwie nicht gleich, weiß auch nicht warum. Eigentlich sind sie ja relativ easy, aber die haben so einen Radius, der relativ groß ist, der Blast-Radius von denen. Plus Mom's Knife, ne? Naja. Bad Trip. Na gut, zumindest können wir direkt wieder das Book of Shadows einsetzen. Was ja auch schon mal von Vorteil ist. Ich brauche Keys auf jeden Fall. Genau das. So viel ist schon mal sicher. Weil ich kann ja nicht hier mit leeren Keys quasi in die Chest gehen. Wo kommen wir denn da hin? So ja nun nicht. Wäre übrigens cool, wenn langsam mal so ein bisschen mehr Keys kommen würden. Ich habe eine Pille, müssten wir noch in der Rotation haben, die wir noch nicht gesehen haben, glaube ich. Und wenn das eben so eine Bombs-Aki-Pille wäre, wäre das cool. Maybe, maybe, maybe. Oh, übrigens, Justin Bieber hat mir heute gefollowt auf Twitter. Also Justin Bieber Lyrics. Und ich habe natürlich genau das gemacht, was jedermann macht. Direkt geblockt und gemutet. Aber irgendwas stimmt da, glaube ich, nicht. Immerhin ein Key. Ist genauso viel wie vorher eigentlich quasi. Ist ein bisschen mau. Brauch nur noch ein anderes. No, no. Goddammit. Leider keine Soul Hearts mehr. Kein Devil oder Angel Room mehr. No shit, Sherlock. Also, obwohl wir noch volle Red Hearts haben. No shit, Sherlock, still. Gut, da gehen wir wieder den falschen Weg, wa? Nach rechts nämlich. Na gut, zumindest war es kein Fighting Room. It's a Fighting Room. Okay, zumindest ist es nur ein Monstro. Champion-Version. Immerhin. Und wir haben keinen Knockback. Noch besser. Ja. Komm, Stunlock. 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 Gut. Perfekt. Eigene Blödheit war das. Klassischer Fall von eigener Blödheit. Wunderbare Chain Reactions hier. Okay. Na gut, Coins brauchen wir ja nicht mehr. Von daher... Wayne. Aber vielleicht kriegen wir noch... einen Key, wollte ich sagen. Wie ihr bestimmt schon gemerkt habt. Facetank Time! Hoppa, Facetank Time! Komm, komm. Hat nicht ganz gereicht, leider. Für einen Full Face Tank. Still no damage, though. Ausschlussverfahren suckt. Zumindest in der Hinsicht. Oh. Oh, okay. So ist es also. Hm? Ist es so, Gertie? Ist das so? Ach, wir haben jetzt Gatoll. Ich vergaß. Er wird ja vielleicht sogar relativ zahm, was die Flies angeht, die er spawnt. Warte, hab ich Gatoll? Ja doch, ich hab's Gatoll, ja. Ja. Kein Bock. Auf euch. Dass ihr mir mal schön an... Ah! Am Pöter riecht. Der ist Privateigentum. Suck the knife, bitch! Jawohl. Na, komm. Gehen wir mal auf Nummer sicher. Der Raum ist nicht schwer, aber... Achso, ja, gut. Alles cool.
Ich könnte trotzdem ein halbes Herz eigentlich gebrauchen. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob da ein halbes Herz schon rumliegt, aber wenn, dann wäre es also nicht allzu schlimm. Dankeschön. Thanks for being so open. Es sollte dann nicht so schlimm sein, wenn wir jetzt hier Damage nehmen sollten, falls da noch ein halbes Herz rumliegt, weil dann können wir auf Polaroid Invincibility Epic Health gehen. Mr. Mega, why not? Mega ist auch ein cooler Pfeilhauster. Ja, noch mehr Bomben, why not? Das kommt mir noch bekannt vor. Super Wrath, Room Number 2. Schöne Nachbarn auch. Bombenstimmung war da zumindest in den beiden Räumen. Ah. Ja. Das schon, es wären Homing-Bombs, aber die kamen doch zu mir. Es sah so aus, als ob er so Super Wrath wollte. Okay. Und hepp. Schauen wir mal, ob es jetzt reicht. Wird nochmal eng, aber eng ist ein dehnbarer Begriff. Das war ein Run mit Maggie. Wie gesagt, jetzt drei Mom's Knife Runs hintereinander. Ich find's gut. Weiß nicht, wie ihr das seht. Ich hoffe auch. Also zumindest ist es weniger Stress für mich. Also Mom's Knife Runs. War rein, was den Damage angeht. Von daher, wie gesagt, ich find's gut. Aber ich hoffe natürlich, der Run hat euch auch gefallen. Und falls er euch gefallen hat, wenn ihr wollt, abonnieren, favoriten, liken. Wäre super von euch. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns dann auch beim nächsten Run. Natürlich wieder, liebe Freunde.